So, jetzt wieder als Zolder. Heute jetzt mal mit Jérôme de Flandre. Jérôme, wie ist denn dein Eindruck heute vom Rennen? Guillaume, what is your impression from the race today? Yeah, the feeling is really good. The setup is really good. Yeah, very fast. I think for tomorrow is different. Yeah, the wet tire and the wet condition. Yeah, maybe a good battle. Today it's not bad. Just for the start, I have a little hit on the right side, but the car, the feeling is good. Yeah, I am fast and the equipe is happy. And me also, yeah. Also vom Gefühl her ist es erstmal gut. Das Auto ist gut, das Setup ist gut, das Auto ist auch sehr schnell. Das Problem jetzt vorhin war, dass er getroffen wurde im Rennen, deshalb lief es halt nicht ganz so gut. Für morgen sieht es nochmal ganz anders aus, weil dann ist es sehr wahrscheinlich nass. Dann haben wir die Regenreifen drauf und dann ist das auch mit dem Setup nochmal ein ganz anderes Thema. Aber er denkt, dass er morgen gut zurechtkommt. Jérôme, wie hast denn du die Szene in der ersten Kurve gesehen? Aus deiner Sicht. How was the situation in the first corner from your point of view? Yeah, the first corner is really difficult to take. A lot of crash every time. I need to be careful for the start and check everywhere in the front and the rear and the mirrors. You need to really check everywhere because the car is really near. Yeah, I try to escape the crash with Fred Gabillon. Yeah, I have a little hit, but the car is okay. Yeah, good. I can continue the race. I'm happy. Ja, das ist hier immer ein Problem in der ersten Kurve, weil alle Autos dann noch so nah beieinander sind. Man muss eigentlich vorne gucken, man muss in den Rückspiegel gucken, man muss sämtliche Außenspiegel so in Betracht ziehen. Er hat halt gesehen, dass es einen Crash gab mit Fred Gabillon. Dem wollte er halt ausweichen, aber er ist halt trotzdem noch leicht getroffen worden. Aber er konnte das Rennen beenden. Es hat ihn jetzt nicht größer beeinträchtigt. Du hattest halt dann auch einen guten Kampf um Platz 8 mit LND. You've had a good fight with LND at play P8. Yeah, a good battle with Alonde, yeah. I am happy to battle with these guys. It's really fast for me, yeah. I am really happy. During the start of the race, I am really fast, yes. But during the end of the race, it's a little bit difficult. I lost the grip on the front, but I try to push and close the gap. Yeah. It's really difficult. Also er hat richtig Spaß dran gehabt, auch gerade an dem Fight mit Alain Day, weil das halt wirklich schnelle Leute sind. Er war am Anfang gerade beim Start und beim Restart richtig schnell. Gegen Ende hat er ein bisschen den Grip auf dem linken vorderen Reifen verloren. Aber es hat ihm einfach Spaß gemacht und er ist froh und glücklich mit dem Ergebnis. Jo, deine Pläne für nächstes Jahr? Sponsor, Budget, kannst du schon was sagen? What are your plans for the next season? Do you know already? Yeah, it's not easy. I don't know for the next season. I need to talk with my manager and try to find sponsors for the good budget for this next season. Yeah, I work together with my manager, me and my parents. And yeah, it's difficult to find a budget, but it's not possible. It's not impossible. So is your goal to drive in the Elite 1 or Elite 2 or something completely different? I think I prefer the drive Elite 1 because the last year I think I have a good speed and I have my place in Elite 1. Yeah. Das Problem ist halt wie bei allem das Geld. Er muss halt gucken, Sponsoren. Ich hatte ihn jetzt extra nochmal gefragt, was sein Ziel ist, ob er Elite 1, Elite 2 oder was ganz anderes fahren möchte. Und sein Ziel ist eigentlich Elite 1, weil er ist da letztes Jahr gefahren und hat gesehen, dass er den Speed hat. Yeah. Und er muss jetzt mal mit seinem Manager reden, mit Sponsoren reden und hofft, dass es dann fürs nächste Jahr klappt. Ja, also ich verfolge dich ja schon lange, schon jahrelang. Du warst ja schon mal bei DF1, bist jetzt zurückgekehrt. Wie war denn die Rückkehr zu DF1? He's following your career for ages actually. You've been at DF1 Racing a couple of years ago. Now you're back here. How does it feel? Yeah, the feeling is really good. I work with all the team. I have a good feeling. Yes. Yeah. I know Marco, my mechanics, and yeah, the engineer, the mechanics, the chief, the crew chief. Yeah, it's really good. I have a good feeling.
I work together for the better car it's possible, for the setup, for the feedback, the data. Yeah, I work together, I am happy. Ja, es hat sich für ihn gut angefühlt, auch wieder zurückzukommen. Er fühlt sich hier halt auch wohl. Marco, den Mechaniker, kennt er ja auch schon von früher noch. Und das klappt halt bei ihm gut mit den Mechanikern, mit allen Beteiligten eigentlich so. Jo. Konntest du Justin jetzt für sein Rennen gleich noch Tipps geben? Did you have any tips or something for Justin for his race? Yeah, it's really difficult for just be careful. Check everywhere in the mirrors on the screen. Yeah, the dangerous race. But every time I talk with Justin for the little tips and I talk with Justin for the change of the setup or the tips. Yeah, good feedback. Yeah. Ja, wir haben eine gute Kommunikation untereinander. Er hat mir halt auch den Tipp dann gegeben, einfach vorsichtig zu sein, gerade in der ersten Kurve, einfach Rückspiegel, Außenspiegel, alles zu nutzen, was er da hat und halt nicht getroffen zu werden. Aber so funktioniert die Kommunikation auch das ganze Wochenende schon gut, dass sie miteinander arbeiten. Da danke, Jerome. Wir hoffen, dass wir dich nächstes Jahr wiedersehen und dass du gerne zu Three White zurückkommst. Merci beaucoup and we hope we will see you next year again. Yeah, I hope also. Yes, yeah.